Hi ho Leute, hier ist der Michel. Ich begrüße euch zurück bei Ride und freue mich darauf, heute mit euch hier in der World Tour weiterzumachen. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen mit der Ducati vorlieb nehmen heute. Das ist, denke ich mal, das letzte Mal. Danach sollten wir hoffentlich genug Geld haben, um uns auch was Neues zu kaufen. Da geht es dann so mal gucken Richtung Yamaha oder BMW. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Dafür werde ich dann heute mal weitermachen hier bei den Modern Superbikes. Da haben wir nämlich noch bei den European Superbikes eine ganze Meisterschaft offen. Die Championship, die Meisterschaft mit Donington, Imola, Manicur. Strecken, die ich auch soweit sehr gut kenne, sehr gut mag. Und das ist unsere Ducati. Ich hatte zwischendurch jetzt schon mal wieder einen Ölwechsel gemacht. Das Spiel war wieder einmal abgestürzt. Ich hatte davor einmal das Öl wechseln müssen, weil das scheint nach den drei Rennen schon ein bisschen verbraucht gewesen zu sein. Da musste einmal wechseln und 4 PS weniger. Und das hat dann 200 Credits gekostet. Ich hatte jetzt nämlich mal mein Ride bei Steam. Ich hatte ja so eine Beta-Teilnahme, ne? Ich hatte ja diese Version, die Press-Code-Version, die dann schon halt vor Release freigeschaltet ist, über so eine Beta-Teilnahme in Steam. Und das hat scheinbar irgendwie noch einen Bug verursacht, dass ich diese Championships hier nicht mehr machen konnte, dass das Spiel abgestürzt ist, aber das, ich habe es jetzt quasi auf normal, also quasi normale Game-Version gestellt, diese Beta-Teilnahme rausgenommen und jetzt läuft das auch. Also jetzt kann ich auch die Championship fahren und jetzt funktioniert das auf jeden Fall. Das daran lag. Sie hat auch den Patch dann erst noch gezogen, 1,1 GB. Auch der scheint bei der Press-Version nicht eingespielt worden zu sein. Deswegen bin ich auch noch ohne Patch eigentlich gefahren, die letzten Folgen. Der ist jetzt also auch drauf. Der hat ja auch sich diesem Speicher-Bug angenommen. Der vor allem auch von den Championships und von den Motorradclubs verursacht wurde. Ja, wenn das jetzt geklärt ist, kann ich ja theoretisch auch mal nächste Woche irgendwie so einen Motorradclub hier mal gründen. Ich weiß gar nicht, wie viele aus der Community überhaupt jetzt Ride auch zocken auf dem PC. Ich habe es jetzt übrigens auch noch für die Xbox One bekommen. Von Namco Bandai kam noch die Version reingeschneit. Das Testmuster und kam ein bisschen spät irgendwie, ne? Aber die kam jetzt erst raus, oder? Die Xbox One Edition. Die kam ja ein bisschen später, ne? Ja, die ist auf jeden Fall jetzt da. Da können wir kann ich auf jeden Fall auch mal Vergleichsvideos machen irgendwie. Mal mit einem Motorrad irgendwie, mit dem gleichen Motorrad auf einer Strecke fahren und dann mal gucken, ob es da irgendwie optische Unterschiede gibt. Ich glaube nicht doll. Also ein bisschen Kantendettung ist, glaube ich, auf dem PC besser. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das auf der Xbox jetzt in 60 FPS und Full HD und allem läuft. Müssen wir mal gucken. Hoppala. Oh, da fahre ich einmal rüber. Das gibt auch saftige Strafsekunden wahrscheinlich. Ja, 2 Strafsekunden, das ist übel. Wir sind jetzt auch ein bisschen weiter weg durch die Abkürzaktion hier. Ich bin sehr spät. Nee, das passt sogar. Wie die Faust aufs Auge hier, die Kurve. Ja, wieder 3 Runden. Manicur full, also relativ langes Rennen hier gerade. Hoppala. Ja, arg rutschig natürlich die Maschine. Jetzt 215 PS natürlich auch. Ganze Menge Dampf unterm Hintern. Ja, die KI holt ein bisschen auf. Wir müssen da echt gucken, dass wir vorne bleiben, dass wir den Vorsprung jetzt nicht zu stark schmelzen lassen. Wir sind nur eine Sekunde vor dem zweiten. Und das wird auf jeden Fall schwierig. Diese 2 Strafsekunden, die hauen schon mächtig rein nachher. Ja, wir sind nicht auf Manicur, ist doch Quatsch, wir sind auf Donington unterwegs. Meine Güte, was erzähle ich denn hier gerade? Hoppala. Ja, aus der Motorradperspektive sehen die Strecken irgendwie alle ein bisschen anders aus. Ich habe übrigens eine interessante Erklärung von einem der Zuschauer in den Kommentaren bekommen, also dieser Geschichte mit den Motorrädern, die sich... Oh, Mist. Ah, Mist, da muss ich zurückspulen. Die sich ganz gerne mal so in Staus durchdrängeln und so. Er schrieb halt auch, ja, ist ja halt auch so mit dem Motorrad, wenn du halt im Stau ganz hinten stehst, am Stauende, dann wirst du halt oft übersehen und auch entsprechend aufgegabelt. Ist gar nicht so ungefährlich, deswegen macht es dann schon mehr Sinn, da vorbeizufahren und... Wenn du dich sowieso... Wenn du sowieso jemand bist, ein Motorrad, der überholt, dann ist es doch viel sinnvoller, die Autos schon dort zu überholen. Ich meine, okay, die Autos werden davon ja nicht weniger auf der Straße, weißt du, wie ich meine, aber... Ja, grundsätzlich habe ich das schon so ein bisschen nachvollziehen können, diesen Gedankengang, sich da mal durchzuschlängeln. Ich sag mal, ich habe jetzt bisher auch noch nicht gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Und ich glaube, so ein Biker ist auch fair genug... Was ist denn hier los? So ein Biker ist auch fair genug... Ja, ich darf da schon gar nicht drauf fahren eigentlich. Ich muss diese Schikane viel besser anbremsen. Ja, das gelingt mir nicht. Ich kriege diese Schikane nicht geschissen. Ja, es ist ganz furchtbar gerade. Jetzt es fällt da auch noch. Mist, ey. Aber dafür sind die Strafsekunden wohl jetzt nicht drauf gerechnet. Trotzdem läuft das Rennen gerade richtig bescheiden. Ich denke mal, so ein Biker ist auch fair genug, wenn er ja jemanden anschrammt oder einen Spiegel abfährt, dann auch entsprechend zu warten. Okay, es ist ja zum Glück mit Championship, das heißt, wir können vielleicht auf Strecken, die mir ein bisschen besser liegen, noch was retten.
Weil diese Dunnington Full, die ist mir gerade auch so ein bisschen... Der rutscht aber auch hier weg, ne? Das hatten wir zuletzt gar nicht so schlimm, das Problem. Ich habe doch eigentlich auch diese Wheelie Control auf Mittel da. Haben wir auch ziemliche Probleme gerade mit. Naja, so, Startziel überquert. Dann versuche ich jetzt die letzte Runde mich ein bisschen zu konzentrieren nochmal. Boah, Alter, was ist los mit ihm? Das war doch letztes Mal nicht so schlimm, ey. Wir hatten die letzten beiden Folgen überall Gold geholt, ständig. Und jetzt das. Einfach mal in der miserablen Linie gerade. Naja. Ja, wie gesagt, Xbox One-Version. Mal gucken, was damit noch so ist. Nochmal eine neue Karriere anfangen wäre natürlich Quatsch. Aber zwischendurch mal vielleicht so ein kleines Spezialvergleichsding mal reinzupacken. Vor allem natürlich auch mit dem Xbox One-Controller, den ich eigentlich jetzt auch mal an den PC anschließen will. Das soll ja doch relativ einfach gehen, das muss ich mal in Angriff nehmen, weil dann habe ich hier auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein kleines Gamepad-Vorteil nochmal. Da funktionieren sogar diese vibrierenden Trigger wahrscheinlich im PC, ne? Das ist natürlich eine gute Sache. Mal gucken. So. Ich wurde auch schon. Jetzt kommt die heikle Kurve hier. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich denn nicht mal Right mit dem Thrustmaster spielen wollen würde. Nee, das funktioniert nicht. Wird doch, glaube ich, gar nicht unterstützt. Wobei, wenn es als Controller erkannt wird, könnte es sogar sein, dass man... Ich muss hier einfach gefühlvoller raus, aber... Einfach schwierig, die Strecke gerade. Wir werden wahrscheinlich auf Platz 8 oder so landen, dann, wenn die 2 Sekunden noch draufgerechnet sind. Dann wird es den letzten Meter hier noch was Vernünftiges zu fabrizieren. Ah, da war schon Startziel. Okay, das schüttelt schon den Kopf. Das sieht nicht so gut aus. Ärgert sich hier. Was ist Platz 9? Mal sehen, wo wir landen, ey. Ah, gar nicht gut. Gar nicht gut gelaufen. Ah, Platz 10, ey. 6 Punkte nur mitgenommen. Natürlich in der Championship mit 3 Rennen gar nichts. Ja, online sind wir nach wie vor immer noch nicht. Nee, doch Platz 8. Das ist das Rennergebnis, aber nicht das Endergebnis. Ja, da ist die Strafe ist nicht mit einberechnet. Machen wir mal weiter, ey. Das haken wir einfach mal ab und gucken einfach guter Dinge weiter zum nächsten Rennen. Ja, right. Auf der Xbox, denke ich mal, Xbox One-Only-Besitzer, für die ist es dann nochmal interessant wahrscheinlich. Die ärgern sich natürlich, dass das Spiel so verschoben wurde ein bisschen, aber es liegt, glaube ich, an dem neuen Developer-Kit für die Xbox One, das da noch zur Geltung kam. Okay, jetzt kommt glaube ich Imola. Machen wir mal weiter. So. Jetzt geht's. Los geht's. Nee, ist nicht Imola, das ist obwohl doch, es könnte eine andere Streckenvariante. Nee, ist Manicur, oder? Nee, doch, das ist Manicur, okay, ist eindeutig Manicur. Ja, das ging ja schon mal gut los. Da kann ich aber noch nicht zurückspulen. Doch, kann ich schon zurückspulen. Ein bisschen später. Da haben wir da einen kleinen Schlag von hinten bekommen, ne? Naja, in der Kurve haben wir den ein bisschen geschnitten vorne und dann gab es einen kleinen Stoß auf die Hinterachse. Boah, da fährt einer sehr weit raus, alter Schwede. Ja, der wird natürlich jetzt Probleme haben. Boah, ist das ein Chaos. Der nächste fliegt ab. Hohoho. Aua. Schmerz, lass nach. Ja, und auch über das Blitzer-Thema haben wir natürlich in der letzten Folge ein bisschen geschrieben. Ja klar, wenn du von vorne erwischt wirst, normalen Kastenblitzer, dann gibt es keine Post. Wenn irgendwie tatsächlich, es gibt ja Blitzer, die auch nach hinten blitzen können, beziehungsweise die das Heck abblitzen können. Da sieht es dann schon wieder anders aus. Das Problem ist nur, das ist auch beim Autoblitzer, wenn du halt nicht eindeutig erkennbar bist auf dem Foto, ne, auf dem... Dann kannst du ja sagen, hier bin ich ja gar nicht gefahren. Das kann auf jeden Fall... Boah, das tut immer so weh, ey. Beim Hingucken. Das ist ein bisschen riskant gewesen. Hat einfach sehr viel Power, die Maschine. Wir müssen da ein bisschen vorsichtiger werden. Ein bisschen gefühlvoller. Genau, also du kannst halt sagen, ich weiß nicht, wer da gefahren ist. Das kannst du aber nicht so oft bringen, in der Regel. Das wird dann auch so ein bisschen ermittelt. Du hast ja... Hier Zeugnisverweigerungs... halbe Sekunde aufgebrummt bekommen. Du hast ja Zeugnisverweigerungsrecht, ne? Das Problem ist nur, wenn du das öfter machst, dann kann es passieren, dass du da einen Beschluss bekommst, dass du halt ein Fahrtenbuch führen musst. Und das ist beim Motorrad genau das gleiche Problem.
Weil das ist natürlich beim Motorradfahrer noch weniger erkennbar, wer da fährt. Wenn du deinen Helm aufhast, deine Kluft und so, das ist klar. Beim Auto hast du noch dein kleines Fotochen da, wo du in der Regel, wenn du gerade keine große Sonnenbrille aufhast oder sowas, oder nicht gerade irgendwie dein Gesicht woanders hin bewegst, dann bist du darauf erkennbar, dann gleichen die es ab. Könnte dich dann einwandfrei identifizieren. Beim Motorrad natürlich nicht ganz so einfach. Sei denn, du bist Valentino Rossi und fährst immer in den neongrün-gelben Sachen rum. Dann weiß ich nicht, ob das dann auch zählt oder ob man sagen kann, nö, das war ein anderer, der meine Monturen hat. Das ist natürlich alles möglich. Okay, Leute, ich muss jetzt in meine Kur hier auf jeden Fall weiter nach vorne fahren. Es hilft nichts. Runde 2 von 3. Wir stehen schon ganz gut da. Nach hinten haben wir auf jeden Fall ein bisschen eine Lücke. Wir könnten hier ein paar mehr Punkte sammeln. Auf den Rennstrecken ist das immer noch mal eine besondere Schwierigkeit, die Linie richtig zu treffen. Es ist hier viel wichtiger, in die richtige Linie zu fahren, als auf diesen Riviera- und Canto-Strecken. Da ist es relativ schmal, da kannst du nicht viel verkehrt machen. Aber hier hast du halt diese Ideallinie, die du treffen musst, um perfekt zu fahren, um gut zu fahren. So. Das ist der Bremspunkt viel später. Das ist hier eine Formel 1, glaube ich. Ne, das ist nicht die Kurve, die man... Ah, jetzt kriegen wir auch wieder... Oh, Mist, aber richtig viel aufgebrummt bekommen. Ich muss einfach vorsichtig sein. Ich muss aufpassen. Ich finde es aber gut, dass das Spiel das so handhabt. Ich finde das immer doof, wenn man so vom Spiel eingebremst wird. Dann lieber das System. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Das bringt dir in einem Online-Rennen wahrscheinlich auch nichts, weil dann irgendein Arsch dich vordrängelt, dir das Rennen kaputt macht. Oder ist es schon besser, wenn man eingebremst wird. Aber so in so einem Singleplayer-Event... Okay, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt muss ich hier wirklich was rausfahren. Zu spät, ein bisschen zu spät. Ah, die Kurve ist zu lang. Geht sich nicht aus. Strahlend blauer Himmel. Okay, also wirklich ein Wettersystem gibt es leider auch nicht. Natürlich auch eine schöne Sache. Wir sind sehr spät auf der Bremse, aber kommen tatsächlich sogar rum. Nicht optimal, aber immerhin. Und tatsächlich sogar auf Lopez eine Sekunde. Ist gut, ist gut. Ich habe auch jetzt ein bisschen die Manikur jetzt ein bisschen verinnerlicht, so ein bisschen die Fehler auch der letzten Runden im Gehirn abgespeichert. Deswegen kommen wir jetzt ein bisschen besser raus. Sieht von der Führung her sogar, wir sind jetzt sogar im grünen Bereich. Also wir haben jetzt 1,399 Sekunden Vorsprung gehabt gerade. Das reicht sogar mit dem Strafencounter, um dann vorne zu bleiben. Jetzt muss ich bloß noch die letzten Kurven sauber fahren. Hier sind sie mit Vollgas rübergebügelt. Ja, das funktioniert sogar. Das macht doch Spaß. Nein, nicht nochmal darüber. Ah, um Gottes Willen. Nein, ich darf da nicht rüberfahren. Das ist... Natürlich haben wir jetzt auch Zeit gewonnen dadurch, klar. Oh, nein, da fliegt er. Nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht. Das darf nicht wahr sein. Oh, ich hätte einfach weiterfahren sollen, ey. Ich hätte echt einfach weiterfahren sollen. Das ist richtig dumm. Jetzt haben wir mit Glück noch den dritten Platz gerettet. Ja, das sollte sich normalerweise ausgehen, wenn ich jetzt nicht nochmal hinfliege. Ich hätte einfach weiterfahren sollen, weißt du? Wir haben ja diese 4 Zehntel in der Kurve auf jeden Fall gefunden gerade. Das ist jetzt hier noch... Aha. Ich bin auf jeden Fall mehr als 2 Sekunden vor dem vierten. Das sollte der dritte Platz bleiben. Boah, das läuft heute echt nicht so rund, ey. Ich weiß auch nicht, was los ist. Schlechten Tag erwischt oder was? Ja, muss auch mal sein. Das kann nicht immer alles... nach Plan laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 22 Punkte. Immerhin Platz 5, ne? Also, mit dem Sieg könnte es sein, dass wir noch einen dritten erreichen. Da muss Tony Scott aber vom Motorrad fliegen. Ärgerlich einfach, ärgerlich. Naja, dritter Platz war es auf jeden Fall. Also, schon mal Aufwärtstrend auf jeden Fall. Aber das kann nicht unser Bestreben sein hier. So, mal gucken, wie es in Imola läuft. Ich glaube, da haben wir jetzt auch eine andere Streckenvariante als die GP-Variante. Also nicht die normale Rennversion, sondern da haben wir, glaube ich, eine andere. Mal gucken. Ich meine, da irgendwas gelesen zu haben. Ich bin gespannt. So. Die Panigale. Panigale. Sorry. Ich habe immer Panigale gesagt, weil ich dachte, so man Italien, da muss man noch so ein Gia irgendwo reinbauen. Aber war wohl falsch. Gab es schon Ärger in den Kommentaren? Tut mir leid. Okay. So, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal unmittelbar vielleicht noch nicht das letzte Rennen mit der Ducati, weil wir nicht genug Geld haben. Leider.
So, weiter geht's. Soweit erstmal Standard-Startaufstellung. Ja, ganz gut weggekommen, glaube ich. Von der Drehzahl her haben wir es ganz gut kalkuliert dieses Mal. Okay. Es muss eigentlich ein Sieg her. Das ist so viel steht fest. Aber Imola, würde ich mal behaupten, dass ich die ein bisschen besser drauf habe. Gab es zum Glück noch kein Abkürzen, mal über den grünen Bereich fährt. So. Von vornherein Druck machen. Von vornherein nach vorne versuchen, nach vorne zu fahren. Ne, Ducati Triple hier vorne. Ja, bisher alles noch Standardvariante. Können wir hier innen vielleicht rein? Ne, die beiden fahren schon ganz gut hier. Scott und Lopez, da bin ich auf dem Rasen. Das ist überhaupt nicht gut. Da hat er sich auch fast schon hingepackt. Weil ich einen Moment zu früh nicht gefühlvoll genug gelenkt. So, alles gut. Fällt das hätte ich beisammenwenden. Sanft rausbeschleunigen. Ja, es ist ganz normale Variante hier. Jetzt geht es hier rechts den Berg hoch. Oh, jetzt sind wir mittendrin hier zwischen Scott und Lopez. Da bin ich sehr spät am Bremspunkt, komme hier schlecht raus. Da spule ich lieber mal zurück, sonst haben wir hier, glaube ich, sehr viel Zeit verloren gerade. Ja, ich bin zu spät am Bremspunkt gewesen. Ich dachte, so, hier vielleicht schon. Ja, das lief gut, das lief schon viel besser. Aber wir sehen schon, dass die ein bisschen mehr Druck hat, ne, irgendwie. Die schlängern gar nicht beim Rausbeschleunigen. Die beschleunigen wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger raus. So, hier der Hügel, der mit dem Motorrad so viel schwieriger zu fahren ist als mit vierrädrigen Autos. Oh. Ah, 7/10. Nein, die will ich nicht. Ich will die nicht haben. Das ist echt doof. So, müssen einfach gucken. Ich bin da einfach. Die Lenkung ist so doof manchmal. Ich schätze einfach nur falsch ein. Ich drücke dann einen Moment zu früh schon den Trigger beim Rausbeschleunigen und dann ist es passiert. Jetzt so haben wir jetzt die erste Runde zunächst mal ohne Strafzeiten überstanden. Hier ein bisschen rübergekürzt, aber das erlaubt das Spiel. Zum Glück. So, komm schon. Gib Stoff hier. Wo sind denn die 215 PS? Sagte er, während er gerade mit 100 auf 200 in ungefähr einer Sekunde beschleunigte. Okay. Noch sind wir im Rennen. Wir sind auf jeden Fall noch im Rennen. Wir haben noch nichts verloren, noch nichts. Die 25 Zähler, die winken da gerade noch. Der Scott schlägt sich hier eisern. Ich habe auch das Gefühl, dass auch hier die KI in den Championships ein bisschen stärker fährt als in den Einzel-Events. Mal, da kann was dran sein. Ich kann hier nicht sehr viel später bremsen als das Gott. Ja, ein bisschen auf dem grünen Streifen rausbeschleunigt, aber das Gefälle zwischen Scott und Lopez ist jetzt auch ein bisschen größer geworden. Scott macht hier echt einen guten. Fährt die echt gut ab gerade. So, ein bisschen ransaugen da. Versuchen jetzt diese Linie sauber zu treffen hier oben. Ihn auch ein bisschen natürlich zu blocken. Ah, fast ausgerutscht eben. Auf dem Curb. Da ist Gott. Wo sind wir vorne? Der Abschnitt auch, ist auch relativ schwierig hier oben. Alles gut bisher. So, da vorne. Bremspunkt ungefähr. Oh, nicht auf dem Rasen fahren. Ich hier ein bisschen früher rausbeschleunigen. War nicht wirklich. Scott wieder vorne. Die letzte Runde, die wird gleich richtig knackig. Die wird spannend, denke ich mal. Ich habe hier im dritten Sektor so ein bisschen meine Defizite. Beziehungsweise ist es sogar Ende vom zweiten Sektor, glaube ich. Zumindest ist es hier ein kleiner Messpunkt. Und das Scott. Ah! Dieser Moment, wenn du zu klobig auf dem Gas bist. Dann muss man doppelt vorsichtig sein nach dem Rewind. Weil wenn man sich dann nochmal packt, dann ist halt komplett alles verloren in dem Moment. Kann man nicht mehr weit nochmal zurückspulen. Ja, jetzt setzt Scott sich da fast schon ein bisschen ab. Wir müssen aufpassen, dass der nicht uns da vorne wegfährt. Ein bisschen dranbleiben. Auf der Geraden hier vor allem auch Windschatten mitnehmen. In der Zwischenzeit haben wir jetzt minimal langsamer als davor. Wir fahren konstant schlecht. So, hier konnte ich ihn letztes Mal auch mal. Ja, ist gut. Wer war nochmal der direkte Konkurrent hier vorhin in den Punkten? Das war doch Scott, oder? Ah, knifflig. Schiebt sich da wieder vorbei.
Vor der Haarnadel vielleicht mal versuchen jetzt. Jetzt sind wir ein bisschen besser rausgekommen. Mal ein bisschen hier zeigen, mal ein bisschen berühren, mal ein bisschen vorbeischieben einfach. Boah, was für ein Rad-an-Rad-Rennen hier, alter Schwede. Das haben wir bisher noch gar nicht gehabt, so. So ein Typen, der so auf meinem Niveau fährt, den wir uns hier messen können. Oh, da kommen wir ganz schlecht raus. Aber ich bleib vorne. Alter, ist das ein Rennen gerade? Das ist das erste Mal. Das war richtig so ein Kopf-an-Kopf-Duell hier erleben. Alter Schwede, geil. Macht Spaß. Kopf-an-Kopf mit Scott. Okay. Hier muss ich jetzt aufpassen, einfach vorne zu bleiben. Da kommt er nämlich schon. Scott macht keinen Scheiß. Okay, wir sind noch vorne, wir sind noch vorne. Scott ist direkt dran. Wir rasen zu aufs Ziel der Championship. Mit der Aussicht auf 25 Punkte, die wir hier dringend bräuchten. Ich bin sehr spät, genau richtig eigentlich. Nee, man denkt immer, man ist zu spät, aber man... Ah, es ist mal eine knifflige Geschichte einfach, das einzuschätzen zu lernen. Practice, 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 würde ich mal sagen, ne? Okay, alles klar, alles gut, alles gut. Kurz vorm Ziel ausbeschleunigt. Ja, das sollte reichen. Das sieht doch sehr gut aus. Das sollte reichen. Jawohl. Klasse. Okay. Da ist der Jubel. So, auf jeden Fall haben wir auch für das Einzel-Event Credits verdient. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Gesamtrang 4. Naja, naja, ne? Mal kurz Eindruck vom Replay sammeln hier. Alter Schwede, da sind sie alle. Wir mit unserem Herausstechender, mit unserem grün-gelben Helm. Das war ein schönes Rennen auf jeden Fall. Wir haben so ein bisschen uns rehabilitiert. Die ersten beiden Rennen wieder ein bisschen gut gemacht, immerhin. Ja, jetzt sollten wir eigentlich eine ganze Stange Geld bekommen. Der wir dann hoffentlich beim nächsten Mal ein bisschen investieren können. In der nächsten Folge. Die kommt dann wahrscheinlich übermorgen. Jetzt soll das so ein bisschen aufteilen. So, auf jeden Fall erstmal hier im weltweiten Rang ein bisschen aufgestiegen. Deutlich aufgestiegen. Ja, waren ja auch 3 Rennen, ne? Ah, immerhin, wir haben knappe 20.000 Credits bekommen. Also müssen wir mal dann nächstes Mal evaluieren, was wir da draus machen. Ja, ich freue mich drauf. Bis denn. Ciao.